Gottfried Preußler. Kapitel 1: Der Mann mit den 7 Messern. Einmal saß Kasperls Großmutter auf der Bank vor ihrem Häuschen in der Sonne und malte Kaffee. Kasperl und sein Freund Zeppel hatten ihr zum Geburtstag eine neue Kaffeemühle geschenkt. Die hatten sie selbst erfunden. Wenn man daran kurbelte, spielte sie "Alles neu macht der Mai". Das war Großmutters Lieblingslied. Seit Großmutter die neue Kaffeemühle hatte, machte ihr das Kaffeemahlen solchen Spaß, dass sie doppelt so viel Kaffee trank wie früher. Auch heute hatte sie die Kaffeemühle schon zum 2. Mal aufgefüllt und eben wollte sie weitermahlen, da rauschte und knackte es plötzlich in den Gartensträuchern und eine barsche Stimme rief: "Hör mal, ihr Kinder!" Großmutter blickte verwundert auf und rückte an ihrem Zwicker. Vor ihr stand ein fremder Mann mit einem struppigen schwarzen Bart und einer schrecklichen Hakennase im Gesicht. Auf dem Kopf trug er einen Schlapphut, an dem eine krumme Feder steckte, und in der rechten Hand hielt er eine Pistole. Mit der linken zeigte er auf Großmutters Kaffeemühle. "Hör damit, sage ich!" Aber Großmutter ließ sich nicht bange machen. "Erlauben Sie mal", rief sie entrüstet. "Wie kommen Sie da herein und was fällt Ihnen ein, mich so anzuschreien? Wer sind Sie denn eigentlich?" Da lachte der fremde Mann, dass die Feder an seinem Hut nur so wackelte. "Sie lesen wohl keine Zeitung? Denken Sie mal scharf nach!" Jetzt erst sah Großmutter, dass in dem breiten Ledergürtel des Mannes ein Säbel und 7 Messer steckten. Da wurde sie blass und mit ängstlicher Stimme fragte sie: Sind Sie etwa der Räuber Hotzenplotz?" "Der bin ich", sagte der Mann mit den 7 Messern. "Machen Sie keine Geschichten, das mag ich nicht. Geben Sie mir sofort die Kaffeemühle." "Aber die gehört Ihnen doch gar nicht." "Aber la papp", rief der Räuber Hotzenplotz. "Tun Sie gefälligst, was ich Ihnen sage. Ich zähle bis 3. Und er hob die Pistole. "Bitte nein", sagte die Großmutter. "Die Kaffeemühle dürfen Sie mir nicht wegnehmen. Ich habe sie zum Geburtstag bekommen. Wenn man dran kurbelt, spielt sie mein Lieblingslied. Alles neu macht der Mai." "Eben deshalb", knurrte der Räuber Hotzenplotz. "Ich will auch eine solche Kaffeemühle haben, die ein Lied spielt, wenn man dran kurbelt. Und geben Sie sie schon her." Da tat Großmutter einen tiefen Seufzer und gab sie ihm. Was hätte sie sonst auch tun sollen? Jeden Tag konnte man in der Zeitung lesen, was für ein böser Mensch dieser Hotzenplotz war. Alle Leute hatten entsetzliche Angst vor ihm, sogar der Herr Wachtmeister Dinkelmoser, und der war immerhin von der Polizei. "Also, warum nicht gleich?" Mit zufriedenem Grunzen ließ Hotzenplotz Großmutters Kaffeemühle in seinem Schnappsack verschwinden. Dann kniff er das linke Auge zu, schaute Großmutter mit dem rechten Auge scharf an und sagte: "Ja, und nun passen Sie mal gut auf. Sie bleiben jetzt auf der Bank hier sitzen und rühren sich nicht vom Fleck. Dabei zählen Sie leise bis 999. "Warum?" fragte die Großmutter. "Darum", entgegnete Hotzenplotz. "Wenn Sie mich 999 gezählt haben, dürfen Sie meinetwegen um Hilfe rufen.
Aber nicht ein Augenblick früher, das sage ich Ihnen. Sonst können Sie was erleben. Verstanden? Verstanden, lispelte die Großmutter. Und nicht versuchen zu mogeln, ja? Der Räuber Hotzenplotz hielt ihr zum Abschied ein letztes Mal die Pistole unter die Nase. Dann schwang er sich über den Gartenzaun und verschwand. Kasperls Großmutter saß kreidebleich auf der Bank vor dem Häuschen und zitterte. Der Räuber war fort und die Kaffeemühle war auch fort. Es dauerte eine ganze Weile, bis Großmutter endlich mit dem Zählen beginnen konnte. Sie zählte gehorsam bis 999. Eins, zwei, drei, vier. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Aber in der Aufregung verzählte sie sich so oft, dass sie mindestens ein Dutzend Male wieder von vorne anfangen musste. Als sie schließlich doch bei 999 angelangt war, stieß sie einen gellenden Hilfeschrei aus. Und dann fiel sie in Ohnmacht. Ja, der Räuber Hotzenplotz war meine erste Schallplatte. Es gab eine Räuber Hotzenplotz-Schallplatte, auf der Gerd Fröbe den Räuber Hotzenplotz gesprochen hat und Inge Meisel, die Großmutter. Und diese Platte hat mich durch die Kindheit begleitet. Ich habe sie immer aufgehoben und wir haben bis heute einen Plattenspieler. Wir haben drei Kinder. Die großen Jungs sind 21 und 19, die Tochter ist 13 und alle drei haben auch diese Schallplatte in ihrer Kindheit gehört. Also Räuber Hotzenplotz gehört bei uns zum Familieninventar. Ich habe früher ganz viel Kindertheater gespielt, mit großer Begeisterung. Pippi Langstrumpf, Kalle Blomqvist, Mio, mein Mio, das Sams, aber der Hotzenplotz, der war nicht dabei. Deswegen freue ich mich, dass ich heute ein bisschen Hotzenplotz machen durfte, lesen durfte. Und es gibt eine Rolle, das ist gar nicht der Hotzenplotz, die ich gerne spielen würde, wenn das mal im Theater aufgeführt wird. Das ist natürlich der Wachtmeister Dimpfelmoser. Da ich großer Karl-Valentin-Fan bin, habe ich mir immer vorgestellt, der Karl-Valentin ist der Dimpfelmoser. Und da Valentin der größte Komödiant auf deutschem Boden war, ist das einfach meine Lieblingsfigur. Und jetzt ganz viel Spaß weiterhin mit dem Räuber Hotzenplotz.